Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren 100% Guide, diesmal zu Abzu. Abzu, auch ein kleines, kurzes, nettes Spiel. Jetzt mehr als nett fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es ist wirklich, ja, wie gesagt, es ist sehr gut, um 100% zu machen. Es ist nett und süß gemacht. Wir lernen einfach den Ozean kennen, so muss man es sagen. Das Ganze macht irgendwie Spaß, ist irgendwie schön anzusehen, aber mehr bleibt da am Ende nicht über, außer eine Menge Trophäen oder eine Menge Gamerscore. Wenn ihr habt gerade gesehen, RT gedrückt haltet, dann ja, macht ihr hier den Tauchgang. Wenn ihr dann noch A bzw. X auf dem PS4-Controller gedrückt haltet, dann macht ihr einen sogenannten Boost. Und wenn es bei diesem Boost, wie hier eben gerade bei mir, aus dem Wasser heraus geht, ja, habt ihr die erste Trophäe, schon mal den ersten Erfolg bei Sammeln durch die Wasseroberfläche. Also einfach nur mit Boost, wie gesagt, dafür A oder X drücken, einmal durch die Wasseroberfläche durchspringen und dann ist der Erfolg euer. Ich werde jetzt hier am Anfang mich auch noch relativ stark mit der Steuerung anfreunden müssen. Was gucken ist, was hoch, runter, links, rechts und so weiter ist, werdet ihr gleich selber bemerken, dass das alles ein klein wenig flotter vonstatten gehen könnte. Aber erstmal kommen wir hier zur nächsten Trophäe und zwar kriegen wir jetzt hier angezeigt, dass wir mit dem linken Trigger die Möglichkeit haben, solche Fische zu reiten. Und wenn ihr dann noch beim Reiten eines Fisches B oder Kreis drückt, dann macht ihr hier einmal so eine Rolle am Fisch dran und dafür gibt es dann bereits schon wieder die nächste Trophäe. Da ist sie, Ballett freigeschaltet. Wie gesagt, es ist hier momentan so ein klein wenig meine Findung der Steuerung. Das dauert ein kleines bisschen, ehe das hier wirklich sitzt, deswegen sorry dafür, aber ich habe ja hier gerade zum Anfang auch relativ viel zu erzählen, daher ist das gar nicht ganz so schlimm und vielleicht geht es euch ja ganz genauso, denn ihr solltet euch nach Möglichkeit probieren, hier wirklich ja an mir zu halten, denn es gibt relativ wenig markante Stellen im Spiel, wo ich sagen kann, aha, ihr geht von da nach da. Es gibt natürlich keine Ingame-Map oder so, sondern ihr müsst schon wirklich darauf achten, wo ich lang schwimme, oder wir haben halt hier solche Felsenformationen, die uns ein bisschen helfen bei der Orientierung, um die ganzen Sammelobjekte zu finden, und derer gibt es einige viele. Wir haben jetzt hier vorne gleich den ersten kleinen Fischpool hier an dieser Stelle, das ist ein Sammelobjekt, ihr seht es dort hier. Könnten wir mit X interagieren oder halt natürlich mit Viereck auf dem PS4-Controller. Ich versuche hier momentan gerade die Kamera irgendwie zu überreden, das Ganze mal ein bisschen aus der Entfernung zu zeigen. Deswegen schwimme ich hier so lange dumm herum. Das ist also nicht der Grund, dass ich zu dumm bin, die X-Taste zu finden, sondern ich versuche einfach eine schönere Kamerastellung zu finden für das erste Sammelobjekt. Der Weg war ja zum Glück relativ kurz, sodass das Finden nicht so das Problem darstellen sollte. Wie gesagt, das ist eins unserer Sammelobjekte, diese kleinen Pools, wovon es eine ganze Menge zu entdecken gibt, die ihr dann halt, wie gesagt, mit X oder halt beziehungsweise Viereck aktivieren müsst. Da seht ihr es jetzt auch, echte Karettschildkröte war hier drin, haben wir gefunden. Damit Sammelobjekt Nummer 1 abgeschlossen. Weitere Sammelobjekte haben wir auch noch. Natürlich, es kommen Muscheln, es kommen kleine Aussichtspunkte, nenne ich sie einfach mal, auf denen wir meditieren können, aber nicht müssen. Wir werden aber einmal meditieren, um dort einen weiteren Erfolg zu holen. Wir sehen das da vorne schon, leicht links, das ist ja so eine Figur, auf der wir Platz nehmen können, um dann dort zu meditieren. Das ist dann halt auf dem Xbox-Controller die Ansicht-Taste. Ihr kriegt ja angezeigt, mit welcher Taste ihr meditieren könnt. Auf dem PS4-Controller, vielleicht wird es das Touchpad sein. Und wenn wir jetzt hier sitzen und meditieren, dann können wir hier in die Tiere hineinwechseln. Und hier haben wir gleich Glück, dass wir direkt auf einem Raubfisch gelandet sind und dem zuschauen, wie er einen anderen Fisch frisst. Denn damit haben wir bereits die nächste Trophäe freigeschaltet, Nahrungskette. Also, das passiert nur dann, wenn wir halt beim Meditieren einen Raubfisch erwischen. Bei mir war es sofort der Fall. Wenn es bei euch nicht sofort der Fall ist, könnt ihr ja gerne mit der Ansichtstaste oder wie gesagt der anderen Taste, je nachdem, auf dem PS4-Controller die Fische durchwechseln, um dann so auf einen Räuber zu kommen. Einfach kurz draufbleiben, gucken, ob ein anderer Fisch frisst. Aber ihr habt ja gesehen, bei mir ging das schon mal wahnsinnig schnell an dieser Stelle. So, weiter geht's hier durchs Wasser. Wie gesagt, erster Level. Ja, verzeiht mal ein wenig meine Steuerung, die ich versuche, ist nicht immer so super sahneklar und deswegen lasse ich dann halt auch nochmal, bevor ich weiter schwimme, so ein bisschen die Umgebung kreisen, damit euch wirklich klar ist, wo ich hier momentan bin. Wenn ihr dem nicht so ganz folgen konntet, da vorne kommt der nächste Fischpool, seht ihr schon, wir schwimmen direkt drauf zu, können dann hier wieder diesen Fischpool, ich nenne das Ding einfach Fischpool,
aktivieren, lernen die nächste Fischart kennen und haben damit das nächste Sammelobjekt mitgenommen, was hier der Leopardenhai in diesem Fall war. So, von hier aus geht's dann direkt weiter. Wir haben natürlich auch Story, die wir verfolgen müssen. Auch die Story ist auf alle Fälle interessant zu lesen, sage ich mal sozusagen. Hier momentan ist unsere Aufgabe, da euch drei Roboter mitzunehmen, mit auf die Reise zu nehmen, mit uns mitzuführen. Das werdet ihr gleich hier sehen. Der eine war gerade hier schon vor mir gewesen. Vorher biege ich aber hier nochmal ab zur nächsten Fischschule oder wieder Fischpool. Nenne ich das hier einfach mal für die Zukunft, um hier das nächste Sammelobjekt freizuschalten. Diesmal ist es der Trompetenfisch, Sammelobjekt Nummer 3. Oder wenn wir ja den Meditationspunkt mitzählen, 4. Wie gesagt, Muscheln werden wir gleich auch noch sehen. Diese gilt es auch einzusammeln. Jetzt hier dieser Roboter hier gleich, der zählt nicht zu den Sammelobjekten. Das ist für den Story-Fortschritt notwendig, dass ihr den mitnehmt. Ihr werdet auch im weiteren Spielverlauf noch öfter kleine Rätselchen lösen müssen, aber wirklich keins, was irgendwie eine Herausforderung darstellen sollte. Genauso wie die Erfolge keine Herausforderung darstellen. Man muss halt nur die Sachen finden, man könnte das Spiel halt auch beenden mit nur sehr, sehr wenigen Trophäen in der Tasche. Und deswegen gucken wir ja hier das Video und sehen, dass wir hier dann in der Stunde 36 ja mit 100% nach Hause gehen können und unser Gamerscore-Konto oder Trophäenkonto massiv befüllt haben. So, wir sehen den nächsten Fischpool. Das heißt, den hatten wir gerade schon. Deswegen schwimmen wir weiter. Das war ja der, wo wir eben gerade waren. Dann sind wir zurückgeschwommen, haben den kleinen Roboter geholt. Und begeben uns jetzt zum nächsten Objekt hier auf der Karte. Wie gesagt, ich versuche dann hier so den Kameraschwenk so ein bisschen so zu machen, dass ihr halt das relativ gut erkennen könnt, wo wir uns befinden. Ihr habt gerade gesehen, da war der eine Fischpool, den wir vorhin schon aufgesucht hatten, auch wieder neben uns gewesen. Und hier holen wir jetzt erstmal das zweite Roboter-Helferlein. So nenne ich es jetzt einfach mal. Drei Stück werden wir hier im Level holen, um dann mit denen weiter voranzuschreiten. Wie gesagt, es ist ein nettes, unterhaltsames Spiel. Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, ist es halt auch irgendwo ja einfach angenehm. Diese Ruhe, diese Entspanntheit hier tief im Wasser macht auf alle Fälle, ja, sage ich mal, sie beruhigt. Sie beruhigt, nennen wir es einfach mal so. Nach ein paar Stunden COD einfach ein bisschen Abzu zum Herunterkommen. Definitiv gut geeignetes Spiel, meine Meinung dazu. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf auch noch so interessant, wie sich das hier alles so ein wenig entwickelt und währenddessen wir halt hier wunderbar die Fischarten und alles mögliche unter Wasser beobachten können, was grafisch schon, ja, sage ich mal, ziemlich gelungen ist in meinen Augen. Wie gesagt, man könnte auch Boost machen. Ich habe den Boost hier gerade zum Anfang relativ verhindert. Ganz einfach deswegen, damit ihr halt wirklich euch auch selber ja ins Spiel hineinfinden könnt, selber euch so ein wenig ja klar darüber seid, wo man sich befindet. Wir sind jetzt unter der Meditationsstatue, wo wir vorhin drauf waren, und hier finden wir unsere erste Muschel. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie die Dinger aussehen. Die kreisen einmal so um euch herum und gelten dann halt als eingesammelt. Das war, wie gesagt, direkt unter unserem ersten Meditationspunkt gewesen. Wo es sich halt, wie gesagt, man probiert so einigermaßen vorher einmal so ein bisschen drumherum zu schwimmen und zu gucken, in welcher Reihenfolge holt man den ganzen Krempel. Ich denke mal, dass mir das in den späteren Levelabschnitten auch um einiges besser gelingt als hier im ersten. Also hier bitte ein wenig Geduld, ruhig mit mir. So. Weiter geht's. Da vorne ein Hindernis. Dort geht nämlich rein storymäßig weiter. An dieser Stelle vorher finden wir noch unseren dritten Roboter. Und direkt dahinter geradeaus geht's dann weiter. Diese Roboter brauchen wir, damit sie dort das Hindernis vor uns beseitigen und wir dort weiter schwimmen können. Dauert dann mal so einen kleinen Blick, bis man wieder Kontrolle über den Charakter bekommt. Dann schwimmen wir einfach nur geradeaus weiter vor und sehen dann halt dort jetzt auch die Markierung. Dann drücken wir wieder einmal das Knöpfchen. Wie gesagt, X sollte es sein. Oder halt Viereck, ne? Ich bin jetzt gerade überlegen, was auf dem PS4-Controller. Ich glaube, es passt. Ich habe gerade kurz rüber gestielt zum Controller, hatte aber nicht im Vergleich der Xbox-Controller hier liegen. Aber das sollte ja nun das kleinste Problem sein. So, rüber geht's in den nächsten Abschnitt hier. Dort sehen wir dann schon mal einen bösen Hai.
solltet ihr euch von fernhalten, der hat euch wirklich zum Fressen gern. Werden wir auch gleich noch sehen, denn diese kleinen Roboter dienen auch als Schutz für uns. Werden wir jetzt hier erstmal dem Weg folgen, um so hier zur nächsten Muschel zu gelangen, zur zweiten hier. Haben wir die zweite Muschel schon mal mitgenommen. Das mit Nein werdet ihr gleich noch sehen, was das auf sich hat. Schwimmen hier weiter so ein kleines bisschen nach oben hier unter diesen Lichtstrahl. Die kann man ganz gut erkennen. Und dort ist die Öffnung, wo wir direkt gleich weiter schwimmen können in den nächsten Abschnitt hinein. Haben also hier nur diese eine Muschel eingesammelt, um dann auch jetzt hier galant nur durch so einen kleinen Durchgang zu haben. So, hier haben wir wieder ein tiefes, ja, dort geht es sozusagen immer in die nächsten Level hinein. Doch bevor wir das machen, das heißt, nee, diesmal schwimmen wir schon direkt rein, genau, sorry, hier an dieser Stelle schwimmen wir schon direkt rein hier. Werden durch in die Tiefe gezogen oder wohin auch immer. Kommen dann immer an solche Orte hier, wo wir geradeaus zu diesem Tor hinschwimmen müssen. Das werden wir also noch relativ häufig hier im weiteren Spielverlauf in der nächsten 1 Stunde 25 Minuten sehen. Also hier ist auch nie was zu machen, hier gibt es keine Sammelobjekte oder sowas. Hier könnt ihr immer gleich direkt durchschwimmen, braucht auf nichts aufzupassen. Um dann hier wieder einmal auf die Taste zu klicken und damit die Sequenz hier abzuschließen. Es gibt, glaube ich, auch relativ viele Videos auf YouTube dazu, was diese ganze Geschichte genau zu bedeuten soll und so. Da bin ich jetzt nicht der Super-Sahne-Freak, der euch das jetzt hier alles auseinanderklamüsern kann, welche Bedeutung hier welche Sachen wirklich letztendlich haben sollen. Ich bin dafür da, dafür zu sorgen, dass ihr hier mit 100% Trophäen bzw. Erfolge nach Hause geht und nicht den Sinn des Spiels zu erklären. Wie gesagt, das lag auch ein wenig außerhalb meines Interesses, so muss man sagen. Ich wollte halt auch den Gamerscore auf dem Konto haben und da habe ich Absu gerne für mitgenommen. Ist ja auch gratis im Xbox Game Pass enthalten. Ich weiß nicht, ob es im PS Now auch gratis ist. Kann gut möglich sein, weiß ich aber nicht. Kann ich euch nicht sagen. Und dort geht die nächste Tür für uns auf. So, und bevor wir in diese Tür hineinschwimmen, schwimmen wir erstmal ganz nach oben, also direkt über der Tür, ganz nach oben hochschwimmen, um dort hier einen weiteren Aussichtspunkt zu genießen. Da ist er schon. Ihr braucht da nicht zu meditieren oder so. Ihr könnt da einfach nur kurz praktisch euch hinsetzen. Könnt dann natürlich meditieren und gerade wenn ihr vielleicht auch den Erfolg noch nicht hattet mit dem Raubfisch, der einen anderen frisst, dann solltet ihr das hier vielleicht nutzen. Ansonsten einfach nur kurz hinsetzen und direkt weiterschwimmen ist hier definitiv so möglich. Während ich gerade wieder probiere, mit der Steuerung wirklich nach unten zu schwimmen. Erst im späteren Spielverlauf habe ich dann gelernt, dass es irgendwie sinnvoller ist, wenn man wirklich nur den einen Stick berührt und den anderen er zum großen Teil die Finger von lässt. So, da unten waren wir ja hergekommen, von da ganz unten. Das war ja das, was wir sehen, was vorher herkam. Und auf der anderen Seite gegenüber ist das große Tor. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob es da irgendwie eine Kapitelauswahl gibt, dass hier dann nochmal einzelne Schnitte Abschnitte einzeln aufsuchen könnt. Da ich wirklich zum Glück die 100% Trophäen gleich im ersten Durchgang hatte, bin ich mir da gerade gar nicht sicher, ob man da dann nochmal die einzelnen Sammelobjekte nachholen kann oder ob man da wirklich dann halt das komplette Spiel nochmal neu machen muss. Deswegen empfehle ich euch sicherheitshalber auf alle Fälle im ersten Durchgang wirklich hier jeden Fischpool, jede Meditationsmöglichkeit, jede Muschel mitzunehmen. So, hier kam jetzt auch der vorhin angesprochene Hai. Hat mal eben einen unserer Roboter weggefressen. Nicht weiter schlimm, aber zeigt uns auch, vorsichtig zu sein. Am besten gleich direkt straight nach unten schwimmen, denn unten haben wir auch einiges einzusammeln.
Also einfach vom Eingangsbereich direkt einmal ganz, ganz steil nach unten schwimmen. Und dann, wenn ihr auf dem Boden seid, dann seht ihr schon hier rechts neben uns den nächsten Fischpool, den wir erstmal uns hier schnappen können. Und was ist drin diesmal? Schauen wir mal. Lederrücken, ne? Da denkt der Gudi schon wieder an Röcke. Lederrücken, Meeresschildkröte haben wir hier gefunden. Dann geht's weiter, dem Boden lang einfach hier folgen. Einfach gegen den Uhrzeigersinn weiterschwimmen, dann hier oder so eine Acht machen zwischen diesen Felsen. Dann kommt ihr nämlich hier zur nächsten Muschel direkt hin. Könnt die einsammeln. Und dann schwimmen wir von hier aus wieder nach oben, nachdem wir die Muschel eingesammelt haben. Wieder ganz, ganz steil nach oben hoch. Weil dort oben geht es auch weiter. Also erst ganz runter, die beiden Sammelobjekte holen, die Fischschule, die Muschel. Und dann hier oben an dieses Tor herangehen. Mystische Tor, könnte man schon beinahe sagen. Mystisch, was ist denn hier los? So, kurzer Ladescreen habe ich natürlich rausgeschnitten für euch. Braucht ihr euch nicht mit anzuschauen. Nächster Abschnitt wartet auf uns. Und jetzt kommen wir in so einen sogenannten Strom rein und ihr müsst 5 Fischschulen oder Fischschwärme besser gesagt sprengen. So nennt sich das, glaube ich, nicht. Aber wir sehen es, wenn der Erfolg kommt. Das wird das beim nächsten kommen. Indem ihr durch die Fischschulen hindurch, Fischschwärme hindurch steuert. Aber keine Sorge, es kommen mehr als genug. Es kommen wirklich mehr als genug. Wenn wir hier mal mitschauen, so, das müsste eins sein. Das Ding hat schön geleuchtet. 5 Stück an der Zahl brauchen wir angeblich nur. Ich glaube, es sind sogar in Wirklichkeit mehr gewesen, wie es bei mir gezählt hat. So, da kommt Nummer 2. Also wie gesagt, hier werdet ihr so ein bisschen durchgetrieben. Ne? Da müsst ihr also dann mit der Steuerung einigermaßen ja, der Sache nur folgen. Da haben wir Fischwarm Nummer 3. Wie gesagt, es kommen im Spielverlauf mehr als genug. Macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr hier irgendeinen verpasst, dann macht das überhaupt nichts. So wie, na, der zählt auch noch eigentlich. Haben wir ja gesehen, hat aufgeleuchtet, der auch. Da müssten wir jetzt 4 im Sack haben an dieser Stelle. Und bei 5 sollte dann der Erfolg entsprechend kommen. So, das wäre 5 gewesen. Jetzt erwarte ich den Erfolg. Ich glaube, er kommt aber erst später. Ich glaube, der kam erst später. Nummer 6 hier an dieser Stelle. Dort wartet die 7 auf uns. Kriegen wir die? Auch die 7 erwischen wir perfekt. Nummer 8. Nummer 9. Ich glaube, da ist einfach der Erfolg falsch betitelt. Vielleicht ist ja die Trophäe sogar auf der PS4 korrekt betitelt. Weil, wie gesagt, 5 Fischschwärme sollten wir jetzt auf alle Fälle noch haben. Aber wie gesagt, es sind mehr als genug da. Macht euch darum keine Sorge. So, und schon sind wir wieder drin im nächsten Tunnel hier erstmal an dieser Stelle. Dort geht es weiter nach unten. Und wieder nach oben hoch. Wie gesagt, hier wird es ja ganz gut durchgetrieben eigentlich. Und dann sind wir angekommen im nächsten Gebiet. Jetzt mache ich einen kurzen harten Cut, weil ich hier kurz die Spielzeit unterbrechen musste. Gleiche Stelle, nur weiter am Boden. Also gleiche Stelle, wenn ihr reinkommt, ganz genau nur unten am Boden. Deswegen lasst euch da nicht verwirren. Das war, wie gesagt, einfach nur weiter unten, aber an derselben Stelle. So, hier haben wir wieder Fischpool Nummer 1 hier in dem Abschnitt. Mit dem grauen Riffhai dort drin. Daneben seht ihr schon den nächsten Meditationspunkt, direkt geradeaus. Da auch wieder einmal ganz kurz absetzen, aufsitzen, wie auch immer. Sieht so ein bisschen aus, als wäre er von oben bis unten voll mit Vogelkacki, aber nein, das war nur, weil wir noch nicht drauf gesessen haben. Jetzt ist das auch weg und haben hier Platz genommen. Haben also jetzt hier Fischschule Nummer 1, Meditationspunkt Nummer 1. Von hier aus geht es leicht nach oben. Ihr seht ja ganz gut hier eigentlich, glaube ich, hier, das sind ganz gute Anhaltspunkte, diese schräge Steinformation rechts und dann geradeaus diese Steinsäule. Und obendrauf wartet dann das nächste Sammelobjekt, die nächste Muschel auf uns.
So, von da aus geht's wieder runter. Von der Muschel. Und hier haben wir den nächsten Fischpool dann gleich direkt. Mit den Kugelfischen dort herin. Dort drinnen, wie auch immer. Was immer es auch genau bedeuten soll. So. Leichter Schwenk wieder rüber, zurück. Das ist wieder hier, seht ihr wieder diese schräge Steinformation. Hier ist wieder diese Säule, wo wir gerade die Muschel geholt hatten. Darin schwimmen wir also zurück. Lassen die also auf unserer rechten Seite. Und dann geradeaus in der Mitte durch sozusagen. Und kommen dann hier direkt zur nächsten Fischschule hin. Na, bin ich ein kleines bisschen. Doch, jetzt hat das. Der Golftümmler befindet sich da drin. Okay, Golftümmler befreit. Schön hinterher schauen. Wie gesagt, also grafisch finde ich es auf alle Fälle gelungen. Ist schon wirklich schick. Auch die Musik ist passend in meinen Augen. Da gibt es auch nichts auszusetzen. So, jetzt biegen wir also von dieser Fischschule, von diesem Fischpool nach rechts ab. Oder leicht nach rechts, wie immer man das sagen möchte. Dann einmal unten drunter. Und dort finden wir wieder einen von diesen Roboterfreunden. Also hast du es wieder hier für die Story gesehen. Praktisch direkt unter dem Fischpool. Das Ding nur einmal halt in so einem, ja, in so einer kleinen Unterwasserhöhle, wie auch immer wir es nennen wollen, versteckt unser Roboterfreund. So, ihr seht das, so groß ist das Gebiet gar nicht. Wir sind ja schon wieder an derselben Stelle, wo wir gerade schon mal waren, aber es war halt alles relativ eng beieinander. Ich habe halt, wie gesagt, immer probiert, relativ gut hier versucht, die Wege zu optimieren, um das Ganze einzusammeln. Und hier unser nächstes Missionsobjekt, das wir halt nur nutzen konnten, wenn wir den Roboter hatten. Deswegen mussten wir den erst holen, weil sonst konnten wir hier vorher nichts machen. Und schon geht es hier wieder ab. Und jetzt kommt, glaube ich, dann auch der Erfolg mit den Fischschwärmen. Gleich sollte er kommen, da sind sie wieder. Da schwimmen wir wieder durch einen durch. Sollte mittlerweile der 10., glaube ich, sein. Der nächste. Vielleicht muss man auch wirklich mittendrin die Rolle machen. Das kann auch sein. Ja, ich glaube, jeden Augenblick sollte hierher. Da ist er. Da ist der Erfolg. Jetstream. Versprenge Fisch. 5 Fischschwärme. Also wirklich 5 an der Zahl. Hier mussten wir eben gerade fix klicken. Sorry, dass ich es jetzt erst so spät sage. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Da war nämlich zwischendurch ein Sammelobjekt mitten im Jetstream. Ihr habt das kurz gesehen auf der linken Seite. Ansonsten spult nochmal ganz kurz zurück. Kleines bisschen, vielleicht eine kleine Zeitlupe wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Also im Jetstream haben wir uns extra dort auf der linken Seite aufgehalten, um dort ja mit einem flotten Klick auf X bzw. Viereck das Sammelobjekt zu aktivieren. Und damit sollte mittlerweile auch klar sein, dass wir also wirklich mehr als genug Fischschulen zur Verfügung haben, um da durchzurollen und die entsprechende Trophäe mitzunehmen. Ich denke mal, mittlerweile sollte jeder von euch die wahrscheinlich dann auch haben. Dann geht hier wieder berghoch. Ja, Sammelobjekt. Das war gerade ein bisschen tricky. Hätte ich vielleicht ein kleines bisschen eher darauf aufmerksam machen können. Und ich denke, die erste Trophäe, die wir vorhin geholt haben, hätten wir auch an dieser Stelle hier gerade eben bekommen. So, da vorne geht es wieder ab zum blauen Leuchten. Um dann wieder in die Tiefe gezogen zu werden oder ähnliches, was auch immer ganz genau es mit diesen Dingern auf sich haben mag. War übrigens auch das einzige Sammelobjekt, was wir innerhalb von so einem Jetstream haben. Also, so eine Gefahr sollte nicht noch einmal bestehen, auf alle Fälle für euch etwas zu verpassen. So, wie schon angekündigt, dann hier diese Stellen sind immer identisch. Da schwimmen wir einfach nur auf das Leuchten drauf zu, mehr ist dabei nicht zu tun.
So, da hat sich für uns dann da hinten schon mal die nächste Tür geöffnet. Wir werden später auch noch merken, dass diese Türen nicht immer sofort einfach zu durchschreiten sind, sondern dass diese dann halt auch von uns teilweise kleine Rätsel abverlangen. So, wir schwimmen jetzt hier wieder direkt auf den Aussichtspunkt, den wir gleich sehen. Linke Hand von dem Moment, wo wir gestartet sind, links rüber. Einmal kurz wieder hinsetzen, um diesen Punkt freizuschalten. Nennen wir es einfach mal. Ihr seht immer, es ist so leicht von Schnee bedeckt, sieht das aus. Solange man noch nicht drauf gesessen hat, ist ja nicht mehr von Schnee bedeckt. Habt ihr ihn genutzt? So, jetzt schwimmen wir hier brav fein Richtung Tor. Können hier gleich direkt durch und hier haben wir es schon erstmal, dass das Ding hier nicht ganz so geradeaus durchgeht, sondern wir so einen kleinen, kleinen Unterwasserraum betreten, was später auch noch, wie gesagt, öfter vorkommen mag, und sind dann hier in einem nächsten größeren Abschnitt angekommen, einem ziemlich großen, wie ihr seht, und schwimmen jetzt hier erstmal geradeaus. Wir sehen das schon in der Ferne, sehen wir schon den Aussichtspunkt. Also so leicht nach unten, habt ihr ja gesehen, da sind so leicht nach unten geschwommen und sehen dort halt den nächsten Aussichtspunkt hier, wo wir uns wieder hinsetzen müssen. Ihr seht wieder, der Schnee geht weg, damit zählt das Ding als benutzt. Nochmal so kurz hier so ein bisschen im Kreis gedreht, die Kamera. Ich weiß nicht, ob dieser runde Fischwarm wirklich immer über einem an der Stelle sein wird, aber dann sollte das ungefähr klar sein. So, wir schwimmen jetzt hier an diesem Pfeiler sozusagen. Das ist ja so ein Riesensteinding. Schwimmen wir weiter ganz, ganz runter. Also wir sind hier wirklich gerade so am Runterschwimmen. Ich versuche hier, wie gesagt, immer so ein bisschen die Kamera zu drehen. Ihr seht das da oben, haben wir gesessen. Und jetzt geht's ganz, ganz weiter nach unten. Wo ihr unten ankommt, ist relativ egal, sage ich mal. Wenn das dann, eine andere Stelle ist, macht das nichts. Wir schwimmen sozusagen um diesen Pfeiler gleich drum herum, werdet ihr gleich sehen, wenn wir unten angekommen sind. So, da ist schon mal der Boden erreicht. So, wie immer schwimme ich dann immer meist gegen den Uhrzeigersinn. Da sehen wir schon so Reste einer alten Zivilisation, nenne ich es einfach mal. Schwimmt einfach im Kreis um dieses Ding drum herum. Wie gesagt, egal wo ihr angekommen seid, da hinten sehen wir dann schon mal leuchten so eine Fischschule. Vorher gibt es noch ein paar Vasen. Muschel, sorry, habe ich mit Fischschule gesagt. Muschel natürlich. Muschel sehen wir hier. Dann geht es hier weiter im Kreis und dort ist dann die Fischschule. Je nachdem, wo ihr unten angekommen seid, wenn das halt eine andere Stelle war, habt ihr vielleicht erst die Fischschule, aber einfach um dieses Ding im Kreis schwimmen. Einmal eine Fischschule mit dem Fuchshai finden. Ich glaube, das wird immer gleich sein. Und eine Muschel. Und dann geht es wieder nach oben. Jetzt wieder ganz, 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 ganz weit hochschwimmen. Ihr seht da schon da hier wieder diese dreieckige Tür, die da vorne auf uns wartet. Naja, da vorne ist übertrieben, ne? Das Ding ist noch relativ weit weg hier. Weil wir, wie gesagt, auch wirklich sehr weit nach unten schwimmen mussten. Für die Sammelobjekte, was wieder dafür spricht, dass man die halt auch wahnsinnig gut verpassen kann. Denn ganz ehrlich gesagt, so tief unten, so weit weg vom, vom normalen Pfad, muss ja auch nicht immer unbedingt sein. So, wir haben einen Roboterfreund und wir haben eine Tür und können hier einmal wieder drücken, klicken und die nächste Öffnung steht für uns parat. Das geht einmal hier hindurch. Sorry, dass wir hier auch eben gerade in der Zone, glaube ich, keinen Ingame-Sound gehabt. Da hat wieder meine Software einen kleinen, kleinen Bug gehabt. Aber der Ingame-Sound kommt hier auch gleich wieder, keine Sorge. Das ist nämlich der Moment, wo ich auch die nächste Aufnahme gestartet habe. Ladebild schon weg. Wir sind im neuen Gebiet angekommen. Mit Ton, so ist es schön. Folgen hier so leicht diesem Weg. Ist ja hier momentan jetzt nicht irgendwie so riesengroß offen, sondern erstmal hier diesem Weg folgen. Dann geht es hier
ins Offene, wie ihr seht, ja schon so eine Kette, an der ich vorbeischwimme. Da kommen wir nämlich gleich auch noch zu, warum es denn hier Ketten gibt. So, erstmal hier rüber. Und dann hier oben können wir uns einen Roboterfreund abholen. Ich glaube hier, also das ist auch gerade, zum Anfang war es, fand ich, sehr, sehr gleich aussehend. Aber jetzt hier so in den späteren Leveln, wo auch ein bisschen was zu tun ist, ist es beinahe noch leichter zu erkennen, finde ich, wo man sich befindet, weil man einfach mehr Referenzpunkte zur Verfügung hat. Da ist die erste Fischschule hier mit dem Bogenstirn-Hammerhai. Und hier schwimmen wir leicht hoch, um hier den nächsten Meditationspunkt zu finden. So, und dann folgen wir einmal schwimmend hier der Kette nach unten. Und finden hier das nächste Sammelobjekt, eine weitere Muschel zum Einsammeln. So, jetzt wieder aus diesem Brunnen, ja, Brunnen kann man ruhig definitiv sagen, wieder heraus. Dann einmal praktisch fast komplett gewendet, aber ich denke auch hier, ihr seht ja es relativ gut hier, wir schwimmen hier Richtung nächste Kette, die hier ja, durch zig Pfeiler praktisch, würde ich sagen, hindurch geht. Und geradeaus sehen wir schon die nächste Fischschule, auf die wir drauf zuschwimmen. Und diesmal haben wir einen Zebrahai oder Zebrahaie besser gesagt. Na, kommen sie, da sind sie hier drin. Ich versuche auch mal oben euch das so ein bisschen zu zeigen, ne? Weil man kann sich ja ganz gut an diesen oben leuchtenden Punkten oder Flächen, wie auch immer man das nennen möchte, ganz gut orientieren, um halt festzustellen, aha, bin ich hier an der richtigen Stelle oder welche Stelle ist gemeint. Denn jetzt geht es hier erstmal wieder nach unten, richtig schön in die Tiefe. Aber das Gute auch ist, auch hier haben wir Referenzpunkte, an denen wir uns orientieren können. Neben uns haben wir schon gesehen, gehabt eigentlich eine Fischschule. Aber erstmal hier rüber. Holen uns hier ein weiteres Story-Objekt, einen weiteren Roboter. Und schwimmen jetzt zurück zur Fischschule. Was wieder eine, halt wie gesagt, dementsprechend ein Sammelobjekt ist. Und haben hier den Eulenrochen. So, dann so schräg nach oben, also praktisch in unseren Rücken wieder hinein, aber halt ein bisschen nach oben. Aber wie gesagt, kann man sehr, sehr gut hier alles erkennen. Hier Richtung diese Kette. Oder der Kette folgen, besser gesagt. Und dann können nämlich unsere Roboterfreunde hier vorne wieder per Klick das Ganze hier befreien. Und jetzt können wir hier durch, weiter der Kette folgen. Hier haben wir jetzt ein Objekt, wo wir jetzt hier ja auch wieder einfach das aktivieren können. Und dann die Kette damit benutzen. Und dann bewegt sich diese riesen lange, elendig lange Kette schon mal. Und wir sehen, da kommt ein bisschen Wasser raus. Die eine Seite leuchtet, die andere ist noch verschlossen. Wir müssen uns also jetzt auch noch um die zweite Kette natürlich kümmern. Auch die zweite Kette hat so ein entsprechendes Drehrad, um sie zu lösen und damit dann die Tür schlussendlich zu öffnen. Da
seht ihr schon direkt geradeaus gegenüber sozusagen. Da ist das zweite Objekt, was wir nutzen können, um die Kette zu lockern. Auch wie immer habe ich wieder versucht, ein bisschen den Boost zu verhindern, damit halt auf alle Fälle die Schwimmrichtung klar sein sollte für euch, da wir ja keine Map oder ähnliches als Orientierungshilfe haben. So, zweite Kette gelöst und das Tor öffnet sich für uns. So, und drüben sind wir angekommen im nächsten Abschnitt. Schwimmen hier unten ganz direkt am Boden lang, kommen so direkt hier zum ersten Fischpool wieder. Was haben wir? Rotfeuerfisch ist diesmal drin. Also viele, viele neue Fischarten, von denen ich noch nie gehört habe. So ein paar kennt man ja, aber Rotfeuerfisch kannte ich bisher so nicht. Gut, von der Fischschule können wir gleich direkt geradeaus weiter rüberschwimmen. Brauchen uns da im roten Gebiet um nichts zu kümmern. Wie gesagt, das war echt, glaube ich, fand ich wirklich nur der erste Level, wo es so ein bisschen komplexer war, wo ich was einsammle. Aber der Rest ist, wie gesagt, größtenteils relativ easy. Da ist mal wieder ein Hai unterwegs. So, der hat jetzt verpieselt. Jetzt können wir hier gleich direkt rechts einen kleinen Bogen machen. Einmal hier rein in die Pflanzen und dahinter hat sich versteckt nämlich eine Muschel, die wir hier jetzt an dieser Stelle mitnehmen. So, von hier aus dann nach oben geschwommen. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Ja, hier habe ich mich auch so ein kleines bisschen verschwommen. Man folgt hier eigentlich zu diesem... Ist das Seetang? Keine Ahnung. So, und da war der Durchgang gewesen. So. Immer weiter einfach auf das Leuchten drauf zuschwimmen. Und dann hier im nächsten offenen Gebiet ankommen erst einmal. Und da unten sehen wir schon wieder unseren gewohnten Brunnen. In dem wir uns dann wieder brav hineinziehen lassen. Na? Jetzt will er. Gut. Damit auch das Bild wieder gewohnt. Abschnitt beendet. Einmal da vorne wieder zur Kugel geschwommen und fertig haben. Erstmal an dieser Stelle.
So, damit hat sich das nächste Tor für uns geöffnet. Mit diesen beiden wirklich extrem imposanten Figuren rechts und links daneben fand ich mit diesem extrem breiten Maul. Keine Ahnung genau, was das ist, aber sah schon relativ cool aus. Und dort hinten sieht er schon leicht rechts geschwommen. Gibt es den nächsten Aussichtspunkt für uns zu ergattern. So, vom Aussichtspunkt geht es weiter, ja, in die rechte Richtung, ja, nennen wir es einfach mal so. Wir folgen hier diesem Boden hier und sehen dort hinter die nächste Muschel oder dieses kleine Gebäude, wie auch immer man das nennen mag. Also rechts vom Aussichtspunkt, da können wir die nächste Muschel mitnehmen. Wie gesagt, also hier sind die Referenzpunkte, finde ich, relativ gut zu erkennen. Auch hier dieses große lila Ding da sozusagen in der Mitte. Hier sind diese beiden imposanten Figuren, die ich meinte, ne? Das sieht schon genial aus irgendwie. So Hammerhai-mäßig. Recht cool. Und hier können wir dann durchs Tor durchschwimmen, nachdem wir oben halt dann diese Muschel auch noch mitgenommen haben. So, jetzt wird's immer interessanter von der Architektur her, finde ich auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier diese kleinen, ja, kleinen Becher, diese kleinen blauen Becher, nenne ich es einfach mal. Hier unter Wasser angelegt. Und befinden uns halt hier schon so in richtigen Strukturen drin. Und wenn wir dann hier diese Brunnen nutzen, dann passieren halt immer irgendwelche Dinge. Werden wir im späteren Verlauf dann noch stärker nutzen müssen, um von A nach B zu kommen. Wenn das Wasser dort angekommen ist am Tor, was vorher nicht dahin floss, dann geht die Tür auf. Wir können weiter. Ihr seht wieder, das Wasser fließt nicht links. Jetzt machen wir einmal klack und dann fließt das Wasser da links lang. Und das Tor dort geht auf. So, da ist es. Jetzt am Tor angekommen, geht wie gesagt die Tür auf. Wir können hier weiter diesem Wasserlauf oder Lichtlauf folgen. Ich denke, Lichtlauf trifft es wahrscheinlich sogar eher. Da vorne kommt das nächste Objekt, das nächste geschlossene Tor. Hier an der Seite haben wir erstmal einen Aussichtspunkt, bevor wir hier großartig irgendwas anderes machen. Erstmal kurz hier Platz nehmen. Und dann können wir hier in der Mitte wieder diesen Brunnen, diesen Schalter, wie auch immer, bedienen. Der sorgt wieder dafür, dass das Licht läuft, dass das Wasser läuft. Und da vorne das Tor aufgeht. So, dem Gübi hat mein Erfolg gefallen, das ist lieb von ihm. Und wir biegen hier währenddessen links ab. Kommen also wieder raus aus dem Gebäude oder der Struktur, wie auch immer. Kommen hier zum nächsten, ja, zum nächsten Dreiecktor. So, Ladebildschirm wieder relativ rausgeschnitten. So, auch hier nichts weit und offen, sondern relativ eng und geradlinig. Können wir hier zum nächsten Gebiet schwimmen. Das ist jetzt relativ sehr, sehr cool, finde ich. Nicht relativ cool, sondern sehr, sehr cool. Hier dieser Schwimmen mit den Walen. Und hier schwimmen wir jetzt halt wirklich mit dem Wal durch die Gegend. Dafür wird auch gleich den nächsten Erfolg geben. Aber ich glaube, das machen wir sowieso automatisch. Also das ist, glaube ich, rein storymäßig. Aber kriegen dafür auch gleich einen Erfolg dann präsentiert. Der nächste seit langer Zeit. Und es sieht toll aus, finde ich wirklich. Das macht so richtig, richtig was her in meinen Augen. Kleine Portion Fisch hat er sich gegönnt. Ein paar Fischstäbchen.
So, machen wir auch schön ein paar Rollen. Ja, weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist oder so. Ich dachte mir sicherheitshalber, mache ich es mal. Und ich habe es gerade selber gemerkt, das sah so beeindruckend aus, dass ich eben gerade selbst beim Kommentieren, beim nochmal sehen einfach stumm war, weil es so, ja, wirklich beeindruckend aussah. So, habe ich gelogen mit dem Schwimmen, mit dem Wahlerfolg? Ja, das ist, wenn man aufgenommen hat und eine Woche später kommentiert. Na, da kommt aber noch was, keine Sorge, irgendwas kommt da noch. Dann erstmal nehmen wir hier die nächste Fischschule hier mit. Nachdem wir hier mit den Wahlen geschwommen sind. Ah, das kam, glaube ich, erst ganz zum Schluss. Ja, ich glaube, das kam erst ganz zum Schluss. Okay. So, von der Fischschule leicht hier nach oben. Da ist gleich direkt daneben der nächste Aussichtspunkt. Links davon, links von der Fischschule. Kleines bisschen weiter nach oben. Der nächste Meditationspunkt hier. Wie gesagt, schwimmen mit dem Wahlen können noch fast eine Stunde warten. Kommt erst ganz, ganz weit am Ende. Ah, habe ich gerade ein bisschen vorgegriffen. So, wir bleiben weiter linke Richtung. Das sieht jetzt hier weniger schön aus. Das sind hier Minen, von denen ihr euch fernhalten solltet. Ihr hört das auch, umso näher ihr ran schwimmt, umso mehr machen die piep, piep, piep. Und machen dann halt auch dementsprechend Bumm. So, hier im Skelett ganz vorne drin eine Muschel. Dann über die Schnauze hinweg praktisch schwimmen. Und wieder bergab. Da seht ihr schon die Fischschule. Und wie gesagt, von den Minen immer fernhalten. Da fängt es schon wieder an zu leuchten und zu piepen. Dann schwimmen wir halt ganz nach unten. Und haben hier die nächste Fischschule. Was sind da drin? Oh Gott, Tomopteris oder so? Tomopteris. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Viele, viele Kabel hier. Da sind weitere Minen. Hier können wir aber ganz gut dem Kabel halt folgen. Und hier sind, ja, auch wieder so Maschinen, die wir nutzen müssen, um weiterzukommen. Und das war wieder jetzt eins von zwei, wie wir hier eindeutig erkennen können. Ein Lämpchen ist an, ein Lämpchen ist aus. Das zweite Kabel muss also noch verfolgt werden. Also schwimmen wir hier einfach wieder zurück, nachdem wir hier die Maschine bedient haben. Rechts abbiegen. Folgen hier erstmal dem Kabel. Da seht ihr wieder die Minen. Da hinten seht ihr schon den Schalter. Und da sehen wir aber vorher noch auf der rechten Seite vom Schalter, sehen wir nochmal eine Fischschule, die wir auf alle Fälle hier aufsuchen werden. So, daraus kam der Seeteufel. Viel besserer, viel netterer Name auf jeden Fall. Ich denke, das andere wird wahrscheinlich schon Latein gewesen sein oder ähnlich. So, wieder von den Minen fernhalten. Ja, das war da sehr eng, aber hat gepasst. Und dann können wir hier den nächsten Schalter bedienen, um halt das Tor zu öffnen. Und vor allem natürlich auch die Minen auszuschalten. Ganz, ganz wichtig. So, wieder Kontrolle über den Charakter. Der Hai wird übrigens später auch noch interessant, den wir gerade gesehen haben, der da durchgeschwommen ist. Den wir jetzt hier erstmal folgen, durch das Tor hindurch, was wir gerade geöffnet haben. Wieder mit den Minen aufpassen. Da seht ihr schon, dann gehen welche hoch. So, und da hat sie mich den Hai erwischt, von dem ich gerade gesprochen habe. Dann schwimmen wir da fein ran. Wir helfen ihm natürlich, der hier gefangen ist unter der Mine.
einmal nur das Knöpfchen drücken, mehr müssen wir nicht machen. So, wir hätten auch vorbeischwimmen können, haben wir nicht gemacht. Wir haben den Hai gerettet, das findet der Hai wie richtig super Sahne. Lässt sich auch ein bisschen betatschen von uns, finden wir sehr, sehr nett und vor allem sehr beeindruckend. So, dann kurz dahinter gleich seht ihr hier auf der rechten Hand die nächste Muschel. Und ganz viele Buckelwale, glaube ich, ne? Buckelwale, wir schwimmen hier erstmal wieder ganz nach unten. Kommen also rein in das Gebiet. Schwimmen gleich mal runter hier. Ja, es geht wieder verflucht weit nach unten. Verflucht weit. So, da seht ihr schon ein Leuchten, ne? Jetzt, wo wir uns dem Boden nähern. So, und da ist die nächste Muschel direkt vor unserer Nase. Hat man, wie gesagt, am Leuchten ganz gut erkennen können, wo die ist, weil es geht ja noch weiter runter. Und so war die halt, naja, auf einem Dreiviertelweg, weil da ist jetzt schon der Boden und da ist ja auch gleich direkt vor der Muschel der nächste Aussichtspunkt für uns. Also der ist dann ganz, ganz unten. So, wir schwimmen leicht hoch, halten uns hier wieder auf der linken Seite so ein bisschen. Ah, man merkt, dass ich gleich gerade wieder eine kleine Spielpause, glaube ich, gehabt. Deswegen spiele ich hier gerade schwer so mit der Steuerung rum. Weil wir wollen jetzt erstmal noch, bevor wir da unten das Level beenden, nämlich wieder weiter nach oben schwimmen. Das heißt, ich bin momentan hier an der falschen Stelle. Da ist das Lichtding zum Durchschwimmen. Das hatte ich gerade gesucht gehabt. Ich war an der falschen Stelle nach oben getaucht. Dort konnte ich gerade nicht weiter nach oben tauchen. Deswegen das Hin und Her. Hier bin ich an der richtigen Stelle. Also ein kleines bisschen weiter vorne war es. Jetzt schwimmt er wieder runter. Und da unten ist der Ausgang. Sorry dafür, dass ich hier an dieser Stelle so einen kleinen... kleines Durcheinander habe, also wieder raus hier. Ich hatte sogar draußen schon probiert gehabt, dachte ich eigentlich. Also wieder raus hier. Und jetzt hier nochmal an der Felswand hochschwimmen. Ah, jetzt will es auch, weil dort ist die nächste Fischschule, genau. Also über dem, praktisch über diesem, ja, über dieser Höhle, wo es zum Ausgang geht. Da ist die nächste Fischschule. Da habe ich jetzt ein kleines bisschen suchen müssen. Sorry dafür an dieser Stelle. Ja, man macht sich immer vorher nochmal so seine kleinen Notizen. Das ist da und da. Aber dann manchmal geht es dann doch ein wenig schief. Ja, besonders halt hier natürlich, wo hier auch gerade wieder im Dunkeln die Orientierungspunkte dann doch eher gering sind. Kann man das schnell durch, schon mal durcheinander würfeln. So, diese Fische hier sind von uns von Interesse. Und zwar wollen wir die reiten. Da wisst ihr ja Kreis oder B, um die reiten zu können. Und dann gibt es dafür den Erfolg Krake.
Deswegen waren wir hier eben gerade noch nicht im nächsten Level, weil hier sind genug von den Viechern. Die gibt es auch noch woanders, aber hier sind auf alle Fälle mehr als genug von da. Und dann einen einfach nur reiten, wie gesagt, mit B auf dem Xbox-Controller. Oder halt entsprechend Kreis dann halt auf dem PS4-Controller. Und dann können wir uns hier wieder schön brav einsaugen lassen. Und wieder schwimmen wir aufs Leuchten drauf zu. So, damit hat sich das nächste Gebiet für uns geöffnet. Ihr seht, auch hier hättet ihr nochmal reiten können auf den, ja, auf diesen Fischen, auf diesen Kraken, wie immer die auch genau heißen. Dort wäre hier nochmal die Möglichkeit gewesen, wie gar mit Kreis oder B, den Ritt zu initiieren und dann die Trophäe mitzunehmen. So, weiter geht's hier runter in die Tiefe erstmal. Einfach dem Weg hier folgen. Hier ist so ein kleiner Durchbruch, kleiner Durchgang, da geht's hindurch. Und wir kommen in das nächste Gebiet hinein. So, und hier gibt es eine Menge Minen, wie ihr seht, denen es wieder gilt auszuweichen, um dann dort zum Tor zu kommen. Na, da ist eine hochgegangen. Ich glaube, zwei davon können wir ab oder so. Bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Die eine auf alle Fälle hat nicht gereicht, um uns den Gar auszumachen. Und da sind wir auch schon angekommen am nächsten dreieckigen Tor. Und beenden den Level hier und haben einen kleinen Ladescreen. Der war aber so mega kurz, dass sich da nicht gelohnt hat, irgendwie einen Schnitt zu machen, weil jetzt kommen wir nämlich wieder in so einer Struktur an. Und hier auch hier gilt es, den Minen nach Möglichkeit auszuweichen. So, da hat uns wieder einer erwischt. Da hätte man dann wohl einfach mit Boost vorbeischwimmen sollen. So, hier nach links abbiegen. Dann rechts rum. Der Weg ist relativ vorgegeben. Da geht nicht viel schief. Da ist wieder eine Mine. Die uns diesmal glücklicherweise nicht erwischt. So, geradeaus geht die Tür auf. Dann gleich direkt vor der Mine wieder abbiegen und wieder abbiegen. Also rechts-links-Kombination. Dann gleich wieder links rum. Gleich wieder rechts rum. Wie gesagt, der Weg kann man nicht verfehlen. Ist ja dann doch sehr linear auf jeden Fall. So, und hier können wir jetzt einmal auf den Schalter drücken.
schwimmen dann direkt geradeaus weiter hier, weiter in dieses, ja, nicht mehr so schöne, herrliche Wasser, sondern hier Industrieabfälle oder wie auch immer. Wieder weiter mit Minen verseucht, die ganze Geschichte. Immer schön weit weg von der Mine bleiben, nach Möglichkeit. Da ist man dann schon froh, wenn an dieser Stelle die Steuerung sitzt. Man nicht mehr aus Versehen reinwämst in die Dinger. Nächste Tor geht auf. Jetzt ja, ist Minenausweichen praktisch ja, unmöglich geworden. Denn hier ist alles voll. Das ist also extrem schwer jetzt hier wirklich ohne Explosion durchzukommen. Da muss man halt ein bisschen Piano machen, sage ich mal. Um sich da relativ gut einen Weg durchzubahnen. Denn wie ihr seht, der Minen gibt es viele. Ich habe mich probiert hier relativ weit unten zu halten, das sah relativ minenleer aussah, relativ. Und schaffe ich es wirklich, ja, ich schaffe es wirklich ganz ohne Explosion durchzuschwimmen, wunderbar. Denn wir sind angekommen auf der anderen Seite. Ja, das Spiel entwickelt sich dann doch in eine ganz andere Richtung irgendwie, als man zum Anfang erwartet hat. Friede, Freude, Eierkuchen ist hier irgendwie so ein bisschen vorbei. Mal wieder unser Freund, der Hai. Macht hier für uns die Selbstmordattacke, kann man es beinahe nennen. Und das Level ist zu Ende und wir sind im nächsten angekommen. Hier gab es einen kleinen Cut, um euch den Ladescreen zu ersparen und wir liegen hier unten hilflos herum. Können uns jetzt wieder so langsam bewegen. Sind jetzt wieder schwimmfähig. So, da vorne ist wieder der Hai. Mittlerweile ist auch uns jetzt spätestens in diesem Moment klar, dass wir ein Roboter sind und kein Mensch. Folgen hier wieder dem sehr, sehr, sehr geradlinigen Weg. Und kommen jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder an die Wasseroberfläche. Haben hier wieder eine riesengroße Architektur. Und einiges zu machen hier, aber auch hier sollten die Referenzpunkte wieder relativ klar sein, wo und wie wir uns befinden. So, kurz die frische Luft oben genossen. Schwimmen wir erstmal weiter, hier rüber. Und gehen jetzt an Land das erste Mal. Und öffnen uns hier die nächste fantastische Unterwasserwelt, so muss man es einfach sagen, finde ich auf alle Fälle. Und wieder zurück ins kühle Nass. Mit einem beherzten Sprung. Schwimmen wir gleich geradeaus weiter aus der Sprungrichtung, wo wir gekommen sind. Halten uns hier so ganz leicht links von diesen
folgen diesem blauen Weg hier, sag ich mal, diesem kleinen blauen Marmorweg hier unten auf dem Boden. Der führt uns nämlich direkt hier zur ersten Fischschule wieder. Oder Fischpool, da habe ich es ja genannt. Freien die nächsten Fische, haben das nächste Sammelobjekt damit mitgenommen. So, von hier aus geht's weiter, hier Richtung dieser kleinen Treppe. Und dann hier weiter nach oben. Da seht ihr schon die Kette, die wir betätigen werden noch. Ich glaube, die wir noch betätigen werden. Ich gucke hier gerade nochmal ein bisschen selber hin und her. Ich bin an der Kette und da ist der nächste Aussichtspunkt hinter uns. So, noch einmal so ein bisschen im Kreis geschaut, wie gesagt, auch immer so für euch, damit ihr halt da besser seht, wo wir uns genau befinden. So, von dem Aussichtspunkt wieder leicht nach rechts. Ihr habt es gleich von da aus schon sehen können, der nächste Fischpool. Die nächsten Fische befreit oder wie auch immer, was auch immer das genau bedeuten mag. Schwimmen wir hier direkt nach oben, also direkt nach dem Befreien. Geradeaus hoch. Sind hier an diesem Wasserfall angekommen. So, wir müssen wohl von vorne dran, sonst dürfen wir nicht an Land gehen. Ich wollte von der Seite drauf gehen, aber ich kann nur von hier aus das Ganze hier betreten. Weil durch den Wasserfall wollen wir nämlich hindurch, deswegen war das ein ganz guter Referenzpunkt für uns gewesen. Jetzt kommt ja nettes grünes Wasser, oder besser gesagt mit grünen Blättern bedeckt, und dort finden wir dann gleich geradeaus durch unsere nächste Muschel. So, und gleich wieder direkt umdrehen, direkt wieder zurück. Wir haben hier nur kurz die Muschel mitgenommen. Dann hier wieder an Land gehen und wieder da durchwalken. Zurück ins kühle Nass. Da hinten sehen wir auch schon einen Muschelleuchter, leicht links momentan von uns hier. Oh, da ist die große Tür mit den beiden Ketten. So, hier kommen wir wieder, wie gesagt, nur von dieser Seite hier drauf, dass wir hier draufsteigen können. Dann der Treppe folgen und dort die Muschel holen, die wir ja schon gesehen haben. Ich glaube übrigens, ich überlege gerade, ob das wirklich so war. Ich glaube, gehen wir auch RT gedrückt halten oder so ein Krempel. War relativ ungewohnt, glaube ich. Dass man da nicht einfach Steuerkreuz nach vorne drückt oder halt Stick. Glaube ich jetzt. Ja, dafür ist es schon wieder zu lange her. So, wieder zurück ins kühle Nass. Und dort geht es direkt zur ersten Maschine mit der ersten Kette. Einmal wieder betätigen den Schalter. Den Rest macht unser alter Ego hier alleine. Kette gelöst. So, rüber Richtung andere Kette. Könnt ihr ja ganz gut folgen, der Kette, da im Wasser ist ja nicht zu übersehen. Dann erstmal runter. Wieder zum Grund des Meeres hinab.
Und hier der nächste Fischpool. Obwohl, den hat man sogar schon. Sorry dafür. Wir folgen also nur der Kette. Einmal um dieses Gebäude drumherum. Ich gebe mal wieder einmal so einen Rundblick für euch, dass ihr genau seht, wo ich hier momentan gerade bin. Da seht ihr auch unter mir das Tor eigentlich sehr gut. Das wäre auch ein sehr guter Referenzpunkt gewesen. Dann hier wieder einmal an Land gehen. So, jetzt benutzen wir dieses Ding hier. Und damit wird nämlich der Schalter hier freigelegt für uns. Wir kamen ja vorher noch nicht dran an das Ding. Jetzt können wir auch an den Schalter dran für die zweite Kette. Einmal wenden und den Schalter nutzen. Wasser fließt, großes Tor geht auf für uns. So, einmal hindurch und wir kommen hier bei so einem Lichtpool an, wie ihr seht. Oder wie auch immer man das nennen mag. Wir folgen hier dem Licht. Oder dem hellen Wasser. Was auch immer euch dort als Bezeichnung gefällt. Wir können hier wieder draufklicken. Der Pool füllt sich. Und über uns geht das Tor auf. So, wieder raus, an Land mal wieder ganz ungewohnt. Mal kurz ein paar Schritte hier gehen. Und wieder runterspringen. So, nachdem wir geradeaus runtergesprungen sind, haben wir direkt hier auf dem weißen Weg den nächsten Fischpool. Darkosaurus ist da drin. Darkosaurus, gut, befreit. Oder entdeckt, wie auch immer. Und gleich da seitlich davon, rechts davon, ist hier wieder ein Schalter zu betätigen. Ja, wieder macht, dass das Wasser leuchtet. Oder wie man es auch nennen mag. So, jetzt folgen wir schön brav hier dem Wasserverlauf. Sind am nächsten Pool. Hier sehen wir auch schon so die nächste Wasserstraße, nenne ich es einfach mal. Und rechts davon den nächsten Fischpool.
Und die nächsten Fische sind befreit. Das nächste Sammelobjekt gehört uns. Und der Erfolg ist freigeschaltet. 125 Gamerscore Ökosystem. Lasse die Fische aus den versteckten Teichen frei. Teiche, ne? Also, dann war das ja mit meinem Fischpool gar nicht so falsch gewesen. Der Erfolg sollte bei euch jetzt kommen. Dann schwimmen wir hoch. Einmal über die noch nicht genutzte Wasserstraße rüber. Auf den nächsten Aussichtspunkt drauf. Und damit merken wir auch, dass wir uns hier langsam dem Ende begegnen. Denn auch der Aussichtspunkt ist der letzte hier im Spiel. Haben wir jetzt auch gefunden. Also alle Fischpools haben wir frei. Alle Meditationsstationen haben wir frei. Und gehen hier rüber zum nächsten Schalter, um hier jetzt diese, ja, von mir soeben benannte Wasserstraße zu aktivieren und damit in der Mitte den Pool zu erleuchten. Welcher uns dann auch hier dieses große Tor entsprechend öffnet. So, von dem Pool, den wir gerade aktiviert haben, schwimmen wir einmal hier rüber Richtung diese Fischwand, würde ich es einfach mal nennen. Also die Wand, wo schön viele brave Fische dran angezeichnet sind. Ihr seht auch hier wieder diesen Wasserfahren, nenne ich es einfach mal. Dem folgt ihr so ein bisschen hier immer so leicht links herum. Dann können wir hier auftauchen. Können hier wieder an Land gehen. Und da sehen wir in der Mitte der Insel unsere Muschel. Die wir ja nicht liegen lassen wollen, bevor wir hier den Level abschließen. Oder das Gebiet abschließen, wie immer wir das Ganze nennen möchten. So, zurück ins Wasser, der Wasserstraße, dem Licht folgen, zum großen Tor hin. Und da seht ihr schon in der Ferne geradeaus den nächsten Schalter für uns. So, und da das Leuchten nach oben geht, schwimmen wir natürlich auch nach oben, ganz steil, geradeaus nach oben. Und kommen am nächsten großen Tor hier an. Und von natürlich auch wieder dem nächsten Schalter, der sich direkt davor befindet. Nach oben folgen. Könnten ja eh nicht runterspringen, auch wenn wir wollten. Da ist ja eine Balustrade im Weg. Also fein hier weiter die Treppen hoch. Und dann hier in der Mitte können wir endlich wieder herunter ins Wasser.
So, da seht ihr gleich wieder, rechte Seite war gleich wieder das erste Schaltrad hier für den nächsten Mechanismus. Schaltrad, nein, wie auch immer, Kettentrommel, Kettenschalter, wie auch immer. So, und direkt genau gegenüber seht ihr schon die nächste Kette da, die da herunterhängt. Und an deren Ende gibt es wieder das nächste Kettenschaltrad. So. So, zwei Schalter betätigt. Ein weiteres Tor geht auf. So, wir schwimmen wieder aufs Licht drauf zu. Schau nicht in das Licht. So, und angekommen im nächsten Gebiet. Und hier müsst ihr jetzt springen für diese Muschel hier. Die muss im Sprung gemacht werden. Oder halt auch nicht, wenn man nur nah ran schwimmt. Okay. So, wir halten uns hier am Hai fest. Können dann auch mit dem hier auch nochmal die Drehung machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und können jetzt mit dem Hai hier lang schwimmen. Und da gibt es dann jetzt auch den Erfolg. Reite auf dem großen weißen Hai. Und jetzt machen wir mit dem Hai hier die Minen kaputt. Können wir einfach direkt durch diese Minen hindurch steuern. Dieser Hai zerstört diese für uns. So, am Hai festgehalten geht das Ganze ein bisschen schneller mit dem Schwimmen voran. Und die nächsten Minen warten darauf, von uns zerstört zu werden. So, ein weiterer Weg hat sich jetzt dadurch, dass das Wasser gestiegen ist, für uns geöffnet. Da wollen wir auch lang. Zwischen den beiden lilanen Dingern hier durch. Und die nächsten Minen warten darauf, zerstört zu werden. So, Wasserspiegel steigt wieder.
Und dadurch ist der nächste Weg dort für uns freigemacht. Und wieder ein Satz Minen, der auf uns wartet. Nummer 1 ist down. Nummer 2. Nummer 3. Und 4. Und da kommt sogar noch eine 5. hinzu. Ach, oben draußen ist auch noch eine. Also einmal aus dem Wasser rausspringen wieder. Und dann können wir hier unten die noch machen. Und wieder hat sich ein neuer Weg für uns gebildet. So, und die Muschel hier, die war es, die wir im Sprung kriegen. Nicht die Folien, sondern diese hier, die wir gerade im Sprung hier eingesammelt haben, die Muschel. So, den Weg nehmen, den ich gemacht habe, weil wir wollen hier zu dieser Eisinsel hin. Mit den vielen glücklichen Fischen um uns herum. Ah, Pinguine. Pinguine sind cool. Pinguine sind mega cool und da sind derer viele. So, einmal hier an Land gehen, bei den ganzen Pinguinen, dann einmal um diesen Eisblock drum herum und da hat sich eine weitere Muschel nämlich versteckt. Da liegt sogar ein Eisbär noch drin. Ah, ich dachte, die schon kommt nicht, da ist er. Arktischer Entdecker freigeschaltet. Entdecke die Polarregion. Na, dafür, dass wir hier einmal draufgegangen sind auf dieses Ding hier, entdecke die Polarregion, da gab es dafür. So, und jetzt interessieren uns nämlich hier die Wale. Das, was ich vor Stunden gesagt habe, naja, vor Stunden nicht, so lange läuft das Video auch nicht, aber... So, und zwar müssen wir an so einen Wal herankommen. Wir schwimmen da gerade mal auf den da drauf zu. So, halten uns jetzt an dem fest, wie gesagt, ne? Kreis oder B gedrückt halten. Blauwal. Schön an dem Jungen festhalten, nicht loslassen. Einfach warten. Je nachdem, welchen Wal ihr erwischt, dauert es länger oder kürzer. Und dann findet der Wal, ist es eine super sahne Idee, einmal aus dem Wasser zu springen. Mit euch auf dem Rücken. Und jetzt ist der Erfolg da. Leviathan.
durchflüge das Wasser auf dem Rücken eines blauen Wals. Ja, das hatte ich, ja, ich glaube, von der Stunde 20 oder so gesagt. Wo da die vielen, vielen Wale waren, aber hier hinten war das erst der Fall. So, da ist der nächste Durchgang. Jo, hat ein bisschen gedauert, ich da hier getroffen habe, die Mitte irgendwie, warum auch immer. Und wieder Minen ohne Ende. Nur diesmal braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Da könnt ihr jetzt einfach geradeaus durchschwimmen. Ja, jetzt zum Schluss nimmt das Spiel richtig Fahrt auf. Jetzt geht alles sehr, sehr flott, sehr, sehr flink vonstatten. Seitdem wir unsere neue Powerform haben oder wie immer sich das Ganze auch nennt. Und jetzt wird hier die Landschaft in Grün getaucht. So, und da kommen die Erfolge reingerattert. Reflexion, schließe das Abenteuer ab. Sollte da nicht noch mehr kommen? Ach das, da im Abspann, da ist die Muschel. Da war die Muschel gewesen gerade. Ihr habt sie gesehen, wie ich sie eingesammelt habe. Sammler, jetzt haben wir auch das freigeschaltet. Ich habe gerade die ganze Zeit schon gewundert. Füge deiner Sammlung alle geheimen Muscheln hinzu. Wie gesagt, im Abspann noch die letzte versteckt. Und wir haben 100% Absu geschafft. Ich sage an euch herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Denn wenn so war, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr nämlich in Zukunft weiter kein neues Video. Ja, und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und sage bis dahin, so long goodbye, keep gaming, euer Goodie.